Hallo und herzlich willkommen zu diesem zweiten Sheepycast. Und ja, diesmal geht es wieder darum, was mir so, ja, passiert in den letzten Tagen, was mich so beschäftigt hat. Und das ist diesmal was sehr Aktuelles. Und zwar geht es da so ein bisschen um Rassismus unter, ja, unter Deutschen oder gegenüber auch Deutschen und natürlich auch Ausländern. Ja, bei mir ist gerade passiert, dass ich bin halt rausgegangen, hab mir was zu essen besorgt und sowas, bin ich halt wieder zurückgegangen. Und dann hatte ich halt die Situation, dass auf einmal zwei Leute hinter mir standen, die dann, während ich da meine Pommes aß, meinten, ey, du deutsche Kartoffel, dreh dich um, ey, deutsche Kartoffel halt immer wieder. Und ich hab mir halt irgendwann umgedreht und hab ich hier halt ein bisschen angeguckt. Und ja, wir haben halt weitergemacht, ich hab mich umgedreht und bin weitergegangen. Also es ist nichts großartig passiert, aber das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil im Nachhinein rege ich mich über sowas immer ziemlich auf. Vor allen Dingen über so dumme Sachen wie das hier, weil ich meine, ich habe kein Problem damit, wenn mich irgendjemand von mir aus auch als deutsche Kartoffel bezeichnet. Das ist mir eigentlich relativ egal. Womit ich aber ein Problem habe, ist mit irgendeinem, ja, ich sag's einfach mal, mit irgendeiner Scheiße, die irgendwelchen rechtsextremen Idioten Nährboden gibt, irgendwie was gegen Ausländer zu sagen. Und sowas ist das einfach. Wenn Leute ankommen und mich als Deutschen irgendwie beleidigen, und meinen, sie müssten jetzt irgendwie, ja, gegen die Deutschen, irgendwas machen, dann geben die einfach den Rechten, ja, den Rechten, wie zum Beispiel auch der AfD und sowas, einen Nährboden und sowas. Und ich will einfach nicht, dass es in Deutschland einen Nährboden für sowas wie Pegida oder die AfD im Bundestag gibt oder was. Und deswegen, ja, finde ich, sowas geht gar nicht. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Und wenn euch auch sowas passiert, dann seid doch einfach mal besser als ich. Und wenn ihr gerade in der Situation seid, dass ihr das irgendwie könnt, dann stellt sie doch einfach mal zur Rede. Also wenn es nicht besonders gefährlich, wenn die jetzt nicht besonders gefährlich wirken oder so. Oder ihr auch zu mehreren seid, also im Ernstfall irgendwie, ja, Hilfe da wäre. Dann stellt die Leute einfach mal zur Rede, weil ich finde, sowas geht halt wirklich, wirklich gar nicht. Weil natürlich ist meistens der Fall, dass irgendwelche Idioten Ausländer diskriminieren, aber wenn dann Ausländer Deutsche diskriminieren, das geht genauso wenig. Also ich finde, man muss da auch in beide Richtungen denken, weil, ja, wie gesagt, nicht weil ich es irgendwie total schlimm fände, irgendeiner Ehre beleidigt zu werden, sondern weil das den Leuten ja Anlass gibt, gegen Ausländer vorzugehen, und das kann nicht das Ziel sein. Also ich will in Deutschland mit Integration und ja, ein Deutschland, was für alle da ist. Ich finde generell, Ländergrenzen und sowas ist etwas, was ich nicht ganz verstehe, weil die Welt gehört nun mal eigentlich meiner Meinung nach allen Menschen. Ich meine, wir leben alle auf dieser Welt. Und warum sollten dann die Leute nicht hier nach Deutschland kommen können? Also, das denke ich so darüber. Und deswegen finde ich, geht sowas gar nicht. Und ich finde, ein Lied, was das ganz gut widerspiegelt, was ihr euch auf jeden Fall mal anhören könnt, ist, Wir träumen gemeinsam von besseren Tagen. Das ist von Blumio, das ist ein deutscher Rapper mit japanischem Ursprung, und deswegen rappt er auch relativ häufig über ja, so Rassismus und was ihm so passiert und sowas. Und der hat damals, als es die diese sogenannten Dönermorde, was ich auch einen sehr schlechten Ausdruck finde, weil er schon, ja, ich weiß nicht, weil er schon selber diskriminierend ist, der Ausdruck in sich. Auf jeden Fall, als es die gab, hat er darüber ein Lied gemacht, über das Vorgehen vom Verfassungsschutz. Und das werde ich auf jeden Fall mal verlinken, hier in der Videobeschreibung. Und da geht er halt auch auf sowas ein, wenn Deutsche selber beleidigt werden. Also er hat dann irgendwie eine Strophe so, ja, na du scheiß Deutscher, das sagten sie zu mir, kein Wunder, dass der sich dann für die Nazis interessiert. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Also, wie gesagt, ich habe kein Problem damit, wenn irgendwer was gegen mich hat, ob er jetzt Deutscher ist oder Italiener oder Türke, ist mir scheißegal. Aber wenn ich beleidigt werde und ja, von Ausländern oder Deutsche generell von Ausländern beleidigt werden, dann habe ich ein Problem damit, nicht weil ich beleidigt werde, sondern weil sie damit den Parteien, den AfD und sowas recht geben und zeigen, dass in dem Fall einfach Integration gescheitert ist, und das will ich nicht. Und deswegen bitte ich euch, ja, entweder lasst sowas einfach, wenn ich mich gerade an euch wende, oder wenn ihr die Opfer in dem Fall seid, dann ja, stellt die einfach mal zur Rede, warum man sowas Dummes sagt. Weil wir Deutschen, oder was heißt wir Deutschen, es soll jetzt nicht irgendwie patriotisch klingen, wie gesagt, ich halte von Deutschland und dieser ganzen Nationalität generell wenig. Wir versuchen immer, niemanden zu generalisieren, aber genauso muss auch die Gegenseite aufhören zu generalisieren. Also ich meine, natürlich passiert viel Schlimmes. Also was man jetzt zum Beispiel liest in den Asylheimen, dass da
Menschen teilweise, ja, man kann es einfach sagen, man kann es Folter nennen, dass sie da gefoltert werden. Das ist in keinster Weise richtig und das kann ich auch nicht gut schätzen. Aber trotzdem müssen auch ja, die Leute, die herkommen, aufhören, Deutsch zu generalisieren, weil das führt zu genau den gleichen Problemen und dann ist das einfach ein Teufelskreis. Und das, ja, möchte ich verhindern. Deswegen stellt die Leute einfach zur Rede, wenn euch sowas auch passiert oder wenn ihr diejenigen seid, lasst es einfach. Es gibt nichts Dümmeres, nichts, ja, wie gesagt, es gibt nichts Dümmeres, was ihr gegen Integration und für Hass machen könnt, als einfach so irgendwelche Leute beruht auf Erfahrung mit anderen Leuten zu beleidigen. Ihr könnt nicht über die urteilen, das funktioniert einfach nicht. Ja, mehr wollte ich eigentlich auch gar nicht sagen. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, dann empfehle ich euch mal die Musik von Blumeo anzuhören. Wie gesagt, deutscher Rapper mit japanischen Wurzeln. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ja, wenn ihr auch was habt, worüber ihr irgendwie reden wollt, dann schreibt in die Kommentare Ideen zu dem Thema oder Aussagen zu dem Thema. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ich jetzt gesagt habe. Wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Ich finde auch, ja, da könnte ich eigentlich direkt noch weiterreden ein bisschen. Ich finde auch, bei Meinungen und sowas ist es ist wichtig. Also man sollte nicht, jetzt habe ich zum Beispiel gerade einen Artikel gelesen, dass die AfD von einer Talkshow ausgeschlossen wurde und das muss ich sagen, ganz ehrlich, das finde ich falsch. Weil ich persönlich, ich mag die AfD kein bisschen, wie ihr hoffentlich gerade gehört habt. Ich bin gegen jegliche Art von Rassismus und Vorurteilen. Vorurteile sind wirklich der Grund für diesen ganzen Rassismus und sowas. Man muss sich da immer wieder selbst hinterfragen, selbst wenn man sagt, man hat keine Vorurteile. Jeder Mensch hat in seinem tiefsten Inneren Vorurteile. Und deswegen, ich finde es falsch, Leute oder die AfD auszuschließen von den Talkshows, weil die Leute müssen sagen dürfen, was sie wollen. Wir leben nun mal in einer, ja, in Anführungsstrichen Demokratie, wo jeder sagen kann, was er will, und dann müssen auch diese Leute dieses Recht bekommen. Und ich hoffe einfach, dass wenn solche Leute sagen dürfen, was sie können, was sie wollen, dann, dass dann die anderen Leute schlau genug sind, einzusehen, dass das, ja, im Zweifelsfall aus meiner Sicht Schwachsinn ist, dass das dumm ist und in keinster Weise förderlich. Und ja, wie gesagt, jetzt kennt ihr meine Meinung. Jeder darf das sagen, sollte das sagen können, was er will. Vorausgesetzt, es besteht nicht nur aus Hetze, dann hat es keine Existenzberechtigung in meinen Augen. Aber ja, sonst darf jeder seine Meinung äußern, meiner Meinung nach. Und dann sollen sich die anderen ein Bild darüber machen. Und ja, und dann hoffe ich, dass die Menschen noch schlau genug sind, momentan sich das richtige Bild zu machen. Also das, was aus meiner Perspektive richtig ist. Ja, das war meine Meinung jetzt dazu, zu diesem, ja, Rassismus oder Alltagsrassismus, Diskriminierung, was auch immer. Wenn ihr dazu noch was zu sagen habt, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Lasst mich wissen, was ihr denkt, dafür ist der Kanal da. Und ja, wenn ihr das Video gut fandet und sowas öfter wollt, so aktuelle Sachen, die mich interessieren und die in meinem Kopf so abgehen, dann abonniert doch einfach den Kanal. Und ja, schaut auf jeden Fall auch bei My Cool Name vorbei. Vielleicht kommt ihr auch von ihm, ich habe neulich ein Video mit ihm aufgenommen. Da findet ihr Gameplays, da bin ich auch öfter mal dabei. Oder war jetzt, vielleicht bin ich jetzt auch wieder mal öfter dabei. Werden wir sehen. Ich weiß auch nicht, noch nicht, wann das Video hier ankommt. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Ja, denkt über vieles nach, hinterfragt alles Mögliche. Lasst euch nicht einfach alles erzählen, glaubt nicht alles. Bis dahin, macht's gut und habt noch einen schönen Tag, schöne Woche, schönes Leben. Bis dann.